Auf der Zielgeraden bekommt der US-Wahlkampf eine schmutzige Wendung und das Thema Abfall könnte plötzlich wahlentscheidend werden. Donald Trump legt im Bundesstaat Wisconsin einen Auftritt als Müllmann hin. Der republikanische Präsidentschaftskandidat nimmt damit eine Steilvorlage auf, die ihm Amtsinhaber Joe Biden angeblich gegeben hatte. Biden soll die Anhänger Trumps als Müll bezeichnet haben. Eine ähnlich abschätzige Äußerung von Hillary Clinton war der damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin bei der Wahl 2016 zum Verhängnis geworden, als sie Trump-Anhänger als erbärmlich bezeichnet hatte. Das ist wie die erbärmliche Äußerung von Hillary. Und ich denke, das hier ist noch schlimmer, dass Joe Biden so etwas sagt, wirklich eine Schande. Dabei hatte Trump seine politischen Gegner von den Demokraten einst selbst als Abschaum und Müll bezeichnet. Doch wenige Tage vor der US-Wahl ist das kein Thema mehr. Stattdessen könnte Joe Biden mit seiner Mülläußerung für seine Vizepräsidentin zum Problem werden. In einem Wahlkampfgespräch hatte er Bezug auf einen Comedian genommen, der das US-Außengebiet Puerto Rico bei einer Trump-Kundgebung in New York als Insel aus Müll bezeichnet hatte. Der einzige Müll, den ich da draußen sehe, sind seine Unterstützer, sagte Biden in einem Videogespräch mit der Organisation Voto Latino. Kamala Harris distanzierte sich von Bidens Äußerungen. Hören Sie, zunächst hat er seine Äußerungen klargestellt. Um es klar zu sagen, ich lehne jede Kritik an Menschen ab, die darauf beruht, wen sie wählen. Die Wirkung ihrer Großkundgebung vom Vortag, als Kamala Harris in Sichtweite des Weißen Hauses vor tausenden Anhängern vor Donald Trump warnte, ist schon wieder verpufft. Dafür sorgen auch die Bilder ihres Kontrahenten im Müllwerker-Outfit.